Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Das neue Jahr 2022 steht vor der Tür und das bedeutet neues Jahr, neues Glück, viele neue Erfolge, aber auch neue Gesetze. Besonders für uns Online-Händler wird es sich einiges an Änderungen mit sich bringen. Und dementsprechend möchte ich hier eine kleine Zusammenfassung machen für Online-Händler. Ob es dich betrifft oder nicht, das erfährst du in diesem Video. Bleib also bis zum Schluss dran. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, wie angesprochen, mit jedem neuen Jahr kommen viele neue Gesetzesänderungen für uns Online-Händler. Und auch dieses Jahr wird es nicht anders laufen. Deshalb gibt es diese Zusammenfassung für euch. Ich werde einige Punkte nur ganz kurz ansprechen. Deshalb ist hier jeder Online-Händler für sich selbst verantwortlich und verpflichtet, sich hier zu informieren und dementsprechend diese Änderungen für sich auch umzusetzen. Jedoch werde ich auch spezielle Dinge ganz ins Detail bearbeiten, besonders das Verpackungsgesetz, was fast alle Online-Händler betrifft. Das werde ich auch in einem separaten Video nochmal besprechen, wo wir ins Detail gehen, wie das Ganze vonstatten geht, wie ihr euch da registriert, wie ihr die Daten eingibt und vieles mehr. Deshalb, falls du das nicht verpassen möchtest, abonniere diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Die Zusammenfassung der Rechtsänderungen, die habe ich hier vom Händlerbund genommen. Diese stehen frei zur Verfügung für jeden. Ihr könnt das gerne auch nachlesen. Alle Informationen dazu werde ich auch unten in die Beschreibung packen, sowie den Link, wo ihr das Ganze auch nachlesen könnt für euch. Freunde, ihr seht es, ab dem 1. Dezember 2021 werden die ersten Änderungen in Kraft treten. Und zwar bezieht sich das hier auf die Rechtsgrundlage für Cookies und Co. Wen betrifft das Ganze? Im Grunde genommen jeden, der einen Online-Shop hat, einen Blog oder eine Internetpräsenz. Den betrifft das Ganze, und zwar geht es hier um die Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetze. Im Grunde genommen sagt hier Händlerbund, dass hier wenig Änderungen sich ergeben, jedoch müssen hier gewisse Rechtstexte in Bezug auf Datenschutzerklärung angepasst werden. Darüber informiert euch Händlerbund und im Mitgliederbereich könnt ihr selbstverständlich aktuelle Texte dementsprechend abrufen und aktualisieren auf euren Internetpräsenzen. Die viel wichtigere Änderung wird dann ab dem 1. Januar 2022 stattfinden, und zwar bezieht sich das Ganze hier auf das Verpackungsgesetz. Jeder hat das schon mal gehört, der Handel betreibt, dementsprechend wird es hier 90% aller Online-Händler ungefähr betreffen. Sehr, sehr wichtig, du solltest dich damit auseinandersetzen und ich werde dazu deshalb auch im nächsten Video ein detailliertes Video dazu machen in Bezug auf das Verpackungsgesetz, wie ihr das Ganze umsetzt für euch, wo ihr euch registrieren müsst, wo ihr die dualen Systeme nutzen könnt, um eure Verpackungen zu lizenzieren und dementsprechend das Ganze mit den Daten zu versehen und einzutragen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere wie gesagt diesen Kanal, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und wir schauen uns mal an, es gab schon 2021, also dieses Jahr gab es schon Mitte des Jahres eine Änderung. Und zwar ging es hier um die Rückgabemöglichkeiten und Zweck und Sinn und Zweck, den Endverbraucher darüber zu informieren. Darüber gab es, wie gesagt, auch beim Händlerbund schon Informationen. Ab dem 1. Januar werden dann noch weitere Änderungen stattfinden, und zwar Hersteller und Vertreiber von Transportverpackungen müssen einen Nachweis über die Erfüllung der Rücknahme- und Verwendungsanforderungen im Grunde genommen auch informieren und einen Nachweis führen, und zwar alle in Verkehr gebrachten und zurückgenommenen Verpackungen müssen nachweislich und nachprüfbar dokumentiert werden. Auch Pfandpflicht bei Einwegs-, Kunststoff-, Getränkeverpackungen und Getränkedosen wird erheblich ausgeweitet. So, ab dem 1. Juli 2022 wird dann die letzte Etappe stattfinden für das Verpackungsgesetz. Darauf gehe ich, wie gesagt, im nächsten Video besonders drauf ein, wie ihr euch hier dementsprechend hier in dem Verpackungsregister Lucid einmelden könnt, wie ihr die dualen Systeme für die Lizenzierung der Verpackungen nutzen könnt und wie ihr das Ganze miteinander verknüpft. Darauf gehe ich im nächsten Video detailliert drauf ein. So, des Weiteren haben wir hier Anpassungen im
Elektrogesetz, auch sehr wichtig eventuell für den einen oder anderen. Und zwar werden hier, wie gesagt, die Berechnungen für die Quadratmeterschwellen die Ausgangspunkt für die Rücknahmepflicht sind. Das heißt, ihr müsst eventuell Geräte zurücknehmen, und zwar auch Rücksendungen für Altgeräte im Fernabsatzgesetz sollen kostenlos werden. Ja, für den Endkunden dementsprechend solltet ihr euch hier darüber informieren, ob euch das betrifft und wie ihr das Ganze für euch umsetzt. Detaillierte Beschreibungen gibt es hier auch nochmal in diesem Link. Des Weiteren haben wir hier diverse Änderungen im Vertragsrecht für Waren und digitale Inhalte bei der Umsetzung der Wareneinkaufsrichtlinien. Auch sehr wichtig, und zwar, worum geht es hier genau? Und zwar geht es hier um das Bezahlen mit Daten, wird in dem Gesetz verankert. Ja? Auch Sachmängel, Gewährleistung und Garantie wird hier verändert. Dementsprechend wird das Ganze hier für den Endverbraucher erleichtert und für uns Händler dementsprechend auch mit mehr Anforderungen in Verbindung stehen. Für Gebrauchtwaren gibt es auch Änderungen. Hier müssen dementsprechend Angebote künftig anders gestaltet werden, und um bestimmte Mängel auszuschließen oder diese Gewährleistungszeit zu verkürzen. Auch da solltet ihr euch, wie gesagt, informieren und das Ganze nochmal anschauen. Neu sind auch Vorschriften zu Waren mit digitalen Elementen, zu digitalen Inhalten und digitalen Dienstleistungen. Das ist auch wichtig, wie gesagt, für alle, die das betrifft, informiert euch da bitte drüber. 4. Januar gibt es eine Änderung, und zwar die Verschärfung von Chemikalienregelungen. Wen betrifft das Ganze, wird hier die wenigsten betreffen, und zwar gibt es hier die REACH-Verordnung, kennt der eine oder andere, hat schon mal davon gehört. Hier gibt es über 4000 gefährliche Chemikalien, zum Beispiel in Tätowierfarben, und Permanent-Make-up wird hier, wie gesagt, beschränkt werden. Eine weitere Änderung ab März 2022 wird es hier geben für alle, die einen Handyvertrag beispielsweise haben, werden hier sich erfreuen können. Denn es ergeben sich Änderungen bei der Vertragslaufzeit und Veränderungen von Dauerschuldverhältnissen. Das bezieht sich, wie gesagt, auf Handyverträge und zum Beispiel auch Zeitschriftabos. Hier wird es nämlich so sein, ihr kennt es selber, wenn ihr einen Vertrag abschließt, läuft er meistens 24 Monate. Wenn man nicht rechtzeitig gekündigt hatte, dann wird das Ganze dementsprechend auf ein Jahr oder zwei Jahre ausgeweitet. Die Kündigungsfrist war hier auch bislang immer bei 3 Monaten. Diese wird jetzt nun verkürzt auf 1 Monat. Ja? Das ist sehr erfreulich für alle die, die dementsprechend das Ganze nie auf den Schirm haben. 1 Monat ist wohl selbstverständlich vollkommen ausreichend. Und die automatische Verlängerung wird von 2 Jahre auf 1 Jahr zukünftig beschränkt. Dementsprechend auch hier ist das eine gute Änderung, die stattfindet. Wird aber, bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf Online-Händler, jedoch auch für Endverbraucher sehr, sehr wichtig zu wissen. Ab dem 28. Mai 2022 wird es Umsetzungen bei der Omnibus-Richtlinie geben, und zwar gibt es hier Anpassungen. Was genau ist diese Omnibus-Richtlinie? Könnt ihr auch hier alles nochmal nachlesen. Im Grunde genommen bezieht sich das hier auf den Verbraucherschutz und die Transparenz. Ja? Das heißt, dass Verbraucher besser informiert werden sollen über die Widerrufsbelehrung, über die persönlichen und personalisierten Preise. Da sollen Hinweise erfolgen, aber auch neue Regelungen für die Preisermäßigung sollen stattfinden und Informationspflichten bei den Kundenbewertungen und dem Ranking auf Marktplätzen. Da soll das Ganze auch viel besser kontrolliert werden, und dementsprechend werden hier einige Änderungen stattfinden. Da sind natürlich größtenteils auch Marktplätze betroffen, denn viele wissen, Kundenbewertungen kann man sich kaufen, und dementsprechend manipuliert man hier das Kaufverhalten der Endverbraucher. Da wird sich das definitiv ändern, und da wird es auch Schadensersätze geben und auch Bußgelder, wenn man Verstöße begeht. 1. Juli 2022, Einführung des Kündigungsbuttons. Auch das bezieht sich hier zum großen Teil für Handyverträge und andere Verträge. Das heißt, man muss nicht mehr eine Kündigung in Textform schreiben, wo man das Ganze erst auch unterschreiben muss und verschicken muss. Nachher kommt es nicht an und so weiter. Das Ganze soll hier gelöst werden mit einem Button.
der dann im Grunde genommen in dem, ja, in dem privaten Login-Bereich für diesen jeweiligen Vertrag hinterlegt ist und dass man mit dieser Schaltfläche dementsprechend den Vertrag ganz einfach auch beenden kann. So, auch sehr erfreuliche Nachricht wird ab dem 1. Juli 2022 stattfinden. So, und dann kommen wir zu guter Letzt auch nochmal zu dem Verpackungsgesetz. Das Ganze, wie gesagt, ist die dritte Etappe und meiner Meinung nach auch die letzte. Und hier wird es nämlich so sein, dass wir hier die Registrierungspflicht wird nochmal verdeutlicht und aber auch für die Fulfillments-Dinge. So, was heißt das Ganze für uns? Ich habe das hier noch schon mal angemerkt und zwar die Registrierungspflicht für Hersteller systembeteiligungspflichtiger Verpackungen wird hier dementsprechend ausgeweitet und die Registrierungspflicht wird wirklich verpflichtend. Sonst droht ein Betriebsverbot oder Vertriebsverbot in dem Falle. So, aber auch Fulfillment-Dienstleister wie zum Beispiel auch FBA wird das Ganze umsetzen. Die ein oder anderen haben schon dazu Informationen von Amazon bekommen und dementsprechend werden diese hier auch kontrolliert, so dass diese sich hier registrieren in dem Verpackungsregister von Lucid, dem offiziellen Verpackungsregister. Hier muss man sich dann registrieren und nachweisen, dass man Verpackungsmüll lizenzieren lässt und diesen über ein duales System dementsprechend ja, nachweislich lizenziert. Und das Ganze muss dann mit einer Nummer an Amazon mitgeteilt werden, beispielsweise. Das ist die EPR-Nummer. Die müsst ihr dementsprechend an Amazon weiterleiten, damit Amazon das auch sieht, dass ihr da registriert seid. Das Ganze, wie gesagt, wird ab dem 1. Juli 2022 super pflichtig. Wenn ihr das Ganze nicht macht, dann werdet ihr von dem Marktplatz zum Beispiel ausgeschlossen und könnt da keine Verkäufe mehr tätigen. Aber dazu, wie gesagt, gibt es ein Video nochmal als nächstes, was detailliert fürs Verpackungsgesetz von mir erstellt wird. Ihr könnt euch, wie gesagt, das Ganze nochmal selbst nachlesen und informieren. Ich packe die Links unten in die Beschreibung. So, Freunde, das soll es nun gewesen sein zu den Gesetzesänderungen, die dieses Jahr, aber besonders im nächsten Jahr auf uns Online-Händler zukommen. Und falls du nun immer auf dem aktuellen Stand sein möchtest, was die Gesetzesänderung angeht, dann möchte ich an dieser Stelle Händlerbund empfehlen. Denn Händlerbund informiert hier seine Mitglieder regelmäßig über Gesetzesänderungen, besonders für Händler, Online-Händler. Und dementsprechend geht das Ganze hier mit 8,90 € monatlich los, wo ihr Rechtstexte an die Hand bekommt, abmahnsichere Rechtstexte und viele, viele weitere Informationen mit dem jeweiligen Paket. Ich packe euch unten einen Link zu der Beschreibung, wie ihr zu der Registrierung kommt, aber auch einen Gutschein, wie ihr bis zu 3 Monate, die ersten 3 Monate, das Ganze auch gratis bekommen könnt. Somit spart ihr auch einiges. Falls dir dieses Video gefallen hat und hilfreich war, gib dem Video gerne jetzt einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos für dich und für euch zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, ciao.